So. Die große Entscheidung. Magnus folgen oder der Elegard folgen. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elender zu einem neuen Part. Minecraft Story Modes mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier diese wahnsinnig schwere Entscheidung stehen gelassen am Ende. Ja, heute müssen wir uns entscheiden. Lassen wir Magnus im Stich und folgen dem lieben Elegard, der lieben Elegard. Oder lassen wir der Elegard im Stich und folgen dem lieben Magnus. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Ja. Seltsam. Ich weiß. Ich muss nachdenken. Kommt nicht oft das vor. Jeder vernünftige Mensch würde, glaube ich, Elegard folgen, weil sie ist die Redstone-Ingenieurin. Ja, und der liebe Magnus, ich muss sagen, der ist halt einfach ein Bandit und der ist halt auch ein bisschen, ja, der ist ein unangenehmer Charakter. Ich würde sagen, ja, auch aus dem Aspekt, dass wir Elegard wahrscheinlich mehr gebrauchen können, wäre es auch klüger, Elegard zu folgen, ja. Das ist einfach die klügere Variante und das würde jeder machen. Machen wir das. Ich würde sagen, wir gehen mit Elegard. Ja, eine wahrlich schwere Entscheidung. Aber ja, wir gehen. Bei Elegard. Wir gehen mit Elegard. Bei Elegard durch den Tunnel und mit Elegard. Auf geht's. Ist die beste Entscheidung. Oh, ein Gespräch unter vier Augen. Mit Gabriel. Oh wei. Und wir gehen aber nicht zu zweit, beziehungsweise zu dritt weiter. Oh nein, lauern doch Gefahren. Und der Rest des Teams. Komm hoffentlich nach. Ja, du kannst mit mir reden, ja. Du kannst mir was anvertrauen. Ich kann Geheimnisse für mich behalten. Oh oh. Er ist todkrank. What happened? The Wither made you sick? Tell me. Do you know what Wither is? The Wither? Of course, we've been. No, just Wither. Or Wither sickness. Die Witterkrankheit. Nein. Verdammt. But it always wears off. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber er wird es mir gerade erklären. Others, we can get help. No, Jesse. You can't tell anyone about this. Das gibt mir keine Hilfe. Ein Creeper! Ui! Verdammt. Oh, wei. Quick Time Event. ZDR. Na komm. Kacke. Er ist verkackt. Mist! Hol Hilfe. Damit die uns hier rausholen können. Stay safe. I'll find a way down to you. Oh wei. Ruben, bleib bei mir. Du bist Wache. Nein, Ruben.
Komm, wenigstens Ruben hätte bei mir bleiben können. Ganz allein hier unten. Nicht zu weit hintergehen. Aber das hebe ich noch auf. Ist wichtig, das brauchen wir. Das können wir nicht verlieren. Das dürfen wir nicht verlieren. Eine dunkle Gegend hier. Wir sollten vielleicht nicht zu weit hintergehen. Ist ein bisschen zu düster. Ja, gehen wir mal wieder zurück, bevor wir hier noch irgendwo reinfallen. Oder irgendwas dort im Dunkeln auf uns dauert und uns auffrisst. Könnte auch ein Zombie sein, der uns schadet. Ja. Und dann müssen wir da hinten lang. Ey. Das ist doch das Amulett, das ist doch das Symbol. Ja, wir sind hier im Dunkeln. Noch geht's uns einigermaßen gut. Auch dass wir gefallen sind, ist alles in Ordnung. Was haben wir denn hier? Ein Block in der Wand. So. Schau mich mal hier um. Sieht ziemlich düster und horrormäßig aus hier. Will da nicht gleich ein Jump-Schreck-Dingens. Oh wei, wir sollten nicht so weit hintergehen. Das finden uns unsere Freunde doch nie wieder. Oh wei, ja, Mama. Was machen wir hier eigentlich? Ui, eine Tür. Oder was? Hindurch? Kommen wir hier wieder raus? Nein, wir sind alleine. Auf uns allein gestellt. Ist nicht gerade das Beste. Eine erleuchtete Halle. Nice. Sieht schon ganz schön aus. Viel zu still hier. Es ist ruhig hier. Zu ruhig. Ja, in der Tat ist es zu ruhig hier. Es ist zwar kein Horrorspiel, aber ja, es ist trotzdem viel zu ruhig hier. Eine prachtvolle Halle, aber ja, ich fühle mich nicht wohl. Oh, ein Schatten. Ist doch was. Da ist doch wer. Zeig dich. Hallo, jemand hier. Avro. Your tenacity is commendable, yet misguided. Beruhig dich erstmal. Wir wollen hier keine. Wir wollen hier keinen Stress machen. I'm here with the order to find Soren's Super TNT. We're gonna take down your Witherstorm. Wir wollen deinen Witherstorm aufhalten. Ja, dein Unheil, was du verursacht hast. Die können mir nicht helfen. Ach. Nee, ich muss nichts sagen. Nee, nicht unbedingt. Gabriel. Ja, er lebt noch. Ach, kommt, Leute. Jetzt hier kein Blut vergießen. Oh nein. Es nimmt ein schlechtes Ende. Lass ihn, Gabriel, lass ihn in Ruhe kommen. Das bringt doch nichts. Der Krieger muss nachgeben. Oh wei. Muss mich jetzt dazwischen werfen oder was? Oh nein. Okay. Auf welcher Seite bin ich? Das ist die Frage. Ich bin natürlich irgendwie auf Gabriels Seite, aber. Ach Mensch.
Zwei gegen einen ist ein bisschen unfair. Don't make yourselves the villains in my story. B. B smashen. So, Quicktime-Events. Ausweichen. Nein, nicht ausweichen, zuschlagen. X. Zack. Wir sind der Bosskampfkönig der Quicktime-Events. Champ. Oh. Unsichtbarkeits- oder eine Schnelligkeitstank. Das ist ein Schnelligkeitstank. Oh, weil. Muss noch schnell ausweichen. Wow. Matrix. Der Matrix-Move. Nicht Gabriel. Das ist eh schon schwach. Na komm, na komm, na komm, na komm. Wir müssen ihn angreifen. Na komm. Zack. Weg da. Von Gabriel. Man greift keine Geschwächten an. Zack, 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 zack. Auch den haben wir runtergekriegt. Trotz seiner Schnelle. Ach, unsichtbar. Ich habe auch schon gegen unsichtbar gekämpft. Lass ihn nicht entkommen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen auch einen unsichtbaren Feind besiegt. Verdammt! Hätte ausweichen können. Habe ich versagt. Sieht ziemlich verkackt aus. Ui. Ein Trank. Smash it. Oh nein. Gabriel wurde getroffen. Kacke. Ich hätte ihn aufhalten können. So ein Mist. Ich muss schneller reagieren. Schneller reagieren. Verdammt. Na komm, jetzt bist du übertrumpft. Das ganze Team gegen dich. Oh wei. Den Langsamkeitstrank. Bleib genau gut stehen. So ungefähr. Au. Was? Schon das Ende? Folge 2 zu Ende? Episode 2. Locked in a dark chamber deep in Sauron's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Gabriel's wither sickness? Would they find a way to defeat the wither storm? Yeah, Gabriel's Witherkrankheit. Und Petra. Die müssen wir auch noch retten. Das Amulett. Die Credits für Episode 2. Das war eine ziemlich kurze Episode 2. Ich hätte eigentlich noch erwartet, noch den nächsten Part zu haben. Ah gut, Episode 2 haben wir damit abgeschlossen. Können wir den Teil hier skippen? Können wir die Credits skippen? Wir können es. Ist nämlich dann auch nicht unbedingt nötig, dass wir uns die Credits nochmal komplett angucken. Ja. Dann war Episode 2 Montage erforderlich abgeschlossen. Wir haben Elegard aus Redstonia abgeholt und
Der Orden ist wieder zusammengekommen, bis auf den letzten des Ordens. Der ist noch dort in der Festung drin. Den müssen wir noch holen. Und es gab einen Kampf zwischen Gabriel, Jesse und dem lieben Ivo. Episode 2. Ja, weiter geht's in Episode 3. Dies war der zweite Streich und der dritte folgt so gleich. Ja, ich weiß echt nicht, wie lang dieser Part ist, aber es tut mir wirklich leid. Ich sehe auch keinen Sinn, das jetzt hier weiterzuführen und jetzt schon mit Episode 3 anzufangen. Das macht jetzt wirklich absolut keinen Zweck. Das erfüllt jetzt nicht den Zweck und macht keinen Sinn. Das ist einfach, da muss ich einfach an dieser Stelle hier den Part beenden. Also, und wenn es dann halt nur 10 Minuten lang ist, der Part, haben wir halt einen kurzen Part. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. So ein Stückelchen jetzt noch vor den Anfang vom dritten Teil hier, von der dritten Episode. Nee, das wäre nichts Ganzes und nichts Halbes. Komm, schließen wir es an dieser Stelle ab. Haben wir einen guten Bosskampf jetzt hier gegen Ivo gehabt. Doch mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfrost verpassen wollt. Habt auch noch einen angenehmen frostigen Tag oder einen frostigen Abend. Welche Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt. Und dann, ja, verabschiede ich euch und sage, ihr habt euch wohl und haut darin. Ciao, ciao.